Na, die Türkei ist mit dieser Abstimmung jetzt offiziell übergegangen, eine Diktatur zu werden. Das bedeutet natürlich ein Ende der Beitrittsverhandlungen. Die Europäische Union, die sich als Wertegemeinschaft versteht, muss die Beitrittsverhandlungen, in deren Rahmen ja auch jährlich Hunderte von Millionen Euro an Erdogan fließen, jetzt endlich stoppen, weil Beitrittsverhandlungen mit einer Diktatur unvereinbar sind mit der Europäischen Union. Und ich fordere das natürlich von der Europäischen Union, jetzt diese Beitrittsverhandlungen zu beenden. Ja, aber die sind inkonsequent. Also ich befürchte, dass die Europäische Union weiter festhalten wird an einem schäbigen EU-Flüchtlingsdeal mit der Türkei und mit der sie sich ja auch natürlich abhängig gemacht hat und erpressbar gemacht hat vom türkischen Despoten Erdogan. Deshalb ist zu befürchten, dass man auf ein Weiter-so setzt und er versucht mit einer Minderheitenpolitik auch Europa zu destabilisieren. Deshalb wäre die Europäische Union gut beraten, jetzt endlich Konsequenzen aus dem gestrigen Ergebnis zu ziehen. Nach dem Referendum ist auch vor dem Referendum. Der türkische Präsident Erdogan hat ein Ziel, nämlich die Türkei umzubauen in eine islamistische Republik Türkei. Und deshalb hat er ja auch schon das nächste Referendum angekündigt. Er wird weiter eskalieren. Er will die Einführung der Todesstrafe, um dann natürlich auch noch mehr die Opposition verfolgen zu können und die staatlichen Institutionen umbauen zu können. Thank you.